Jo Leute, heute gibt es mal wieder die Battle News und das heißt, Jim Panzer ist auch dabei. Hi Jim. Hi MegaQuest. Ja, Battlefield 4 und Battlefield Hardline haben wir heute ein paar Infos, beziehungsweise hast du ein paar Infos rausgesucht. Ich würde mal sagen, das ist sehr umfangreich. Lass uns einfach direkt mit Battlefield 4 loslegen. Genau, und zwar ist in Battlefield 4 endlich der Winterpatch da. Ist März noch Winter? Streng genommen schon. Und von daher ist der Patch jetzt endlich draußen. Müsste auf allen Plattformen verfügbar sein. Und natürlich gibt es hier einmal kurz die Infos dazu im Schnelldurchgang. Und zwar wurde mal wieder der Netcode verbessert. Yay. Und zwar kann ich das kurz mal ein bisschen erläutern. Und zwar geht es ja um die Tickrate. Das heißt, wie oft die Informationen vom Server auf euren Computer geleitet werden. Und früher waren das 10 Mal pro Sekunde. Jetzt ist es 30 Mal pro Sekunde. Das war jetzt schon eine Zeit lang so. Und zwar nur in einem bestimmten Bereich. Das heißt, ihr hattet immer so eine Art Kugel um euren Spieler herum und in diesem Bereich dieser Kugel wurde das halt 30 Mal pro Sekunde geupdatet. Und das wurde jetzt nochmal ein bisschen verändert. Diese Kugel wurde jetzt angepasst. Jetzt ist es nur noch eine halbe Kugel. Das heißt, alles, was vor euch ist, wird 30 Mal pro Sekunde geupdatet. Der Rest halt wie gehabt 10 Mal pro Sekunde. Und dann gibt es noch einen Kegel. Das heißt, wo ihr hinschaut, einen langen, großen Kegel. Ihr seht hier auch nochmal ein Bild im Hintergrund dazu. Und in diesem Bereich wird es jetzt auch 30 Mal pro Sekunde geupdatet. Das heißt, dort, wo ihr hinschaut, habt ihr theoretisch jetzt einen besseren Netcode als vorher und ja, mal gucken, ob es das bringt. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn es bei euch was gebracht hat. Es sollte jetzt auf jeden Fall besser connecten, wenn ihr irgendwelche Schüsse abgibt und die Fahrzeuge trifft oder irgendwelche Leute trifft und es sollte vielleicht auch weniger Kill-Trades geben. Könnt ihr ja mal ausprobieren und eure Erfahrungen posten. Ich hoffe wirklich, dass es klappt. Ja, wir sind sehr gespannt. Genau. Weiterhin ist jetzt der Schaden, die Gesundheit und die Fahrzeugsposition ist jetzt die höchste Priorität bei der Datenübermittlung. Das heißt, das wird als erstes losgeschickt und nicht mehr irgendwie an fünfter Stelle. Das ist ja schon mal ganz gut. Ja. Damit sollte der Netcode eigentlich auch besser sein. Und mit der Waffe, wenn man da reinzoomt, dann wird der Hochfrequenzkegel, oh, das war jetzt ein kompliziertes Wort, Hochfrequenzkegel, ja, wird dann noch größer. Das heißt, es sollte eigentlich jetzt alles, was Netcode betrifft, besser funktionieren. Wie gesagt, ich hoffe einfach, es funktioniert auch wirklich. Ja. Dann gibt es jetzt einen neuen Modus, und zwar Squad Obliteration. Könnt ihr ja gerne mal ausprobieren. In den Patch Notes werde ich in der Beschreibung verlinken. Steht da auch noch mehr zu, möchte ich jetzt gar nicht mal so vorlesen. Dann gibt es natürlich die bekannten Änderungen, die wir auch schon mal genannt haben. Und zwar kann man jetzt nicht mal bei suppressten Squad-Mitgliedern spawnen. Das geht jetzt einfach nicht. Außerdem kann man nicht mehr geheilt werden, wenn man gerade suppressed wird mit einem ganz normalen Medpack. Dazu muss man jetzt das Medkit nehmen. Haben wir schon 10 Mal durchgequatscht. Und ja, ich denke mal, wenn ihr die Battle News schaut, wisst ihr das auch schon. Und die Fußschritte der Soldaten, also der eigenen und der Gegner, wurde lauter. Und deshalb sollte man die jetzt besser hören und orten können. Genau. Auf jeden Fall. Das waren so die wichtigsten Infos. Es gibt noch so ein paar Kleinigkeiten. Wie gesagt, ein Link ist in der Beschreibung. Wenn ihr interessiert seid, lest euch es durch. Es ist auf Englisch zurzeit. Ich weiß nicht, ob ich nochmal einen deutschen Link dazu finde. Aber könnt ihr euch gerne mal angucken. Und Jim macht jetzt weiter mit Battlefield Hardline. Und da gibt es, ja, was gibt es da? Premium, ne? Es gibt jetzt das Premium-Dingens, Gedöns. Es ist vor ein paar Tagen veröffentlicht worden, dass es erstens Battlefield Hardline Premium den Dienst geben wird. Ich meine, das war vorher auch schon in den Gerüchteküche soweit ganz nach oben gekocht und mehr oder weniger bestätigt gewesen. Und jetzt auch nochmal zusätzlich dazu alle Inhalte, die das Premium-Paket dann sozusagen beinhalten wird. Fangen wir an mit den individuellen Masken. Ja, da sage ich jetzt am besten mal erstmal gar nichts dazu, denn da möchte ich mir auch erstmal angucken, was es dann genau unterm Strich dann sein wird und wie individuell diese Masken, die man bei dem Premium-Paket dann halt bekommt, dann auch dementsprechend aussehen. So, anpassbare Waffen. Ist so eine rein optische Geschichte. Kennt ihr vielleicht aus Counter-Strike Global Offensive, das mit der Stat-Track-Funktion und ähnliche Geschichten. Das geht bei Battlefield Hardline dann in etwa so gleich mit runter. Haben sie sich also ziemlich gut, ja, dann wird es abgeschaut. Das hast du jetzt gesagt. Okay. Dann gibt es einen exklusiven Competitive-Turnier-Modus für nur Premium-Spieler, zumindest laut der Übersetzung. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass es nur für Premium-Spieler sein soll. Falls doch, ja, ich freue mich schon auf Good die ganzen job. Kommentare dazu. Und den Legendary-Status, das ist sowas wie der Prestige-Rang in COD. Das heißt, wenn ihr in Battlefield Hardline den Maximalrang erreicht haben werdet, dann könnt ihr quasi noch euer Prestige leveln. Das heißt dann allerdings in Battlefield den Legendary Status quasi, ja, quasi nach vorne bringen. Dann Yay. Wurde natürlich auch über die 4 DLCs gesprochen. Da gehen wir gleich nochmal ganz kurz ins Detail. Jetzt erstmal nur die Namen davon. Erstens Criminal Activity. Das soll eine sehr hoch zerstörbare, also eine sehr voll zerstörbare Map in Anführungszeichen sein, wo es um kleine Raubüberfälle geht. Dann gibt es das DLC Robbery. Cinematische Aktion an bekannten Orten hast du mir hier gerade übersetzt. Dann gibt ich glaube Action meinte ich.
Okay, dann gibt es Getaway, Hochgeschwindigkeitsjagden und Betrayal, also sowas wie Trouble in Terrorist Town, würde ich mir das jetzt so ungefähr übersetzen, aber da sprechen wir gleich nochmal drüber. Dann soll es insgesamt möglich sein, natürlich wie vorab auch schon, dass man die DLC 2 Wochen vorab spielen kann. Es soll 12 extra Gold Battle Packs geben und mehr Personalisierung der Spielermodelle, also Skins und Items. Dazu gibt es natürlich wie gewohnt die Double XP Weekends, die Ingame-Missionen und Premium-Events und natürlich auch, wie vorher auch schon, dass man Vorrang in der Server-Warteschlange gegenüber Nicht-Premium-Mitgliedern hat. Und okay. Das alles nur für 49,99. Sorry, das musste jetzt einfach mal sein. Na gut. Jedenfalls, die 4 DLC sind sicherlich das Interessanteste dabei. Alles andere, finde ich, ist, also zumindest die letztgenannten Sachen sind ja, ich sag mal so Standardgeschichten, die so als kleines Goodie noch mit oben drauf gepackt werden, wenn man Premium-Mitglied halt ist. Criminal Activity, hochzerstörbare Maps, okay. Ja, was soll man dazu sagen? Es sind im Vorfeld ja auch immer mal wieder hochzerstörbare Maps angekündigt gewesen oder so genannt worden. Und im Nachhinein, man konnte mal ein paar Sachen halt mehr kaputt machen, aber auch nicht wirklich alles. Ja, ich denke mal, die werden jetzt aber schon ein bisschen, wenn sie schon so ankündigen, Wert darauf legen, dass man relativ viel zerstören kann. Ich meine, ihr habt es ja gesehen, in den aktuellen Hardline-Maps, die man so aus der Beta kennt, da geht nicht wirklich so viel zu zerstören. Ja. Es liegt halt einfach an den Maps und ich denke, da wird das ein bisschen anders ablaufen. Vielleicht, wenn wir Glück haben, sogar so ein bisschen im Bad Company 2-Stil, dass man wirklich sehr viel zerstören kann. Wäre auf jeden Fall ganz cool, denke ich. Denke ich auch. Also ich kann mir gut vorstellen, dass dieses DLC dann vielleicht auch wieder sehr kleine Maps halt mit sich bringt. Was dann bedeutet, wenn die Map nicht ganz so groß ist, dass man nicht so viel Speicher dafür braucht. Das bedeutet, man kann wieder mehr Speicher in zerstörbare Objekte legen, etc., etc., etc. Bleibt nach wie vor spannend. Genau. Aber bevor es da keine detaillierten Infos zu gibt, beziehungsweise DLC nicht fast vor der Tür steht, werden wir da wahrscheinlich nicht wirklich viel von zu sehen kriegen. So. Aber es soll noch diesen Sommer erscheinen, ja, also richtig. Es dauert nicht mehr lange. Das ist ja dann quasi das erste DLC und das ist ja erfahrungsgemäß immer so zwischen 3 und 6 Monaten nach Erstrelease kam das dann genau. Schon. Genau. So, dann Robbery, cinematische Aktion an bekannten Orten. Schön Action. Naja gut, da kann man jetzt wirklich sehr, sehr viel rein interpretieren. Also entweder ist es einfach nur sehr, sehr schön gemacht oder halt an bekannten Orten, sprich hier Pariser Eiffelturm oder halt alles, was man sonst so aus Amerika kennen würde. Ja, ich denke irgendwie da in New York oder so. Und es wird wahrscheinlich ähnlich sein wie in Battlefield 4. Es gibt irgendwas Großes, was man zerstören kann. Vielleicht auch so ein Hochhaus, was so ein bisschen cinematische Action halt bietet. Ja. Und sowas in der Art, denke ich, kann ich mir darunter vorstellen. Es ist natürlich nicht mehr bekannt. Soll aber auch im Sommer 2015 kommen. Wahrscheinlich dann halt im Ende des Sommers. Und ja, von daher müssen wir einfach mal abwarten. Ja, stimmt. Dann das DLC Getaway, Hochgeschwindigkeitsjagden. Da stelle ich mir jetzt ehrlich gesagt so ähnlich vor wie Hotwire. Also sprich ein ganzes DLC, das dann so im günstigsten Fall so wie Rennstrecken angelegt sind oder ähnliches. Ich habe da auch noch keine 100%ige Vorstellung dazu. Aber ein ganzes DLC so in diese Richtung auszulegen, halte ich schon für ein bisschen, schauen wir einfach mal, was da so kommt. Ich denke mal auch mit jedem DLC wird ein neuer Modus dazu kommen und vielleicht haben sie da noch irgendwie sowas ähnliches wie Hotwire. Ja. Und ja, dieses DLC kommt dann im Herbst 2015. Ja, Herbst 2015 ist jetzt auch nicht mehr ganz so weit weg, wenn man es jetzt mal so nimmt. Dann soll, was steht hier? Betrayal ist der nächste Modus. Das hast du absichtlich nicht übersetzt. Also ich übersetze mir das so ähnlich so, wie dass es so einen ähnlichen Modus geben könnte, also einen neuen Spielmodus geben könnte, wie wir das aus einem anderen Spiel her kennen, nämlich Trouble in Terrorist Town. Bin ich ehrlich gesagt nicht so wirklich von überzeugt, dass man das in Battlefield umsetzen kann, aber je nachdem, wie gut oder schlecht das dann halt gemacht wird, bleibt spannend. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel kennt, da ist es dann so, dass einer halt der Verbrecher ist und die anderen sind die Polizisten, aber die wissen halt nicht, wer der Verbrecher ist und nur der Verbrecher weiß halt selber, dass er der Verbrecher ist und es ist dann so ein psychologisches Spiel, dass man sich halt unterhält und man dann herausfinden muss, wer der Verbrecher ist und der Verbrecher hat die Aufgabe, alle anderen zu töten insgeheim. Ja. Und das ist wirklich lustig, wenn man es mit ein paar Leuten spielt, die das wirklich ernst nehmen und diskutieren und nicht einfach rumballern. Das könnte nämlich das große Problem hier bei Battlefield sein. Dann könnte dieser Spielmodus wirklich ganz cool werden, wenn er denn so ist. Es könnte natürlich auch was ganz anderes sein. Das ist ja nur unsere Interpretation jetzt davon. Ja. Und das wird Anfang 2016 kommen.
Bleibt auf jeden Fall sehr spannend. Das sind im Prinzip die ganzen Infos, die es zurzeit zu Battlefield Hardline, dem Premium-Paket, dazu geben wird. Ich persönlich halte am wenigsten von den individuellen Masken, aber ich glaube, die meisten von euch werden genau darauf richtig abfahren. Bleibt es mal sehr spannend. Genau, ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt. Ihr könnt ja mal eure Meinung dazu in die Kommentare posten. Das mit 49,99 ist übrigens noch nicht bestätigt. Vielleicht ist es auch günstiger oder teurer. Und von daher, das war nur ein kleiner Joke von mir. Nimmt das nicht zu ernst. Und ja, danke Jim, dass du hier warst. Ich mache jetzt mal so ein bisschen das Outro. Nächste Woche geht es natürlich bei Jim auf dem Kanal weiter. Also schaut auf jeden Fall mal vorbei. Und ja, das war's jetzt. Jim bekommt das letzte Wort. Mein Name ist MegaQuest und ich bin jetzt raus. Ja, ciao. MegaQuest. Dankeschön, dass ich dabei sein durfte. Sehr cool. Wir haben, wie gesagt, alles zusammengefasst. Und ja, gebt's euch. Haut rein. Bis dann. Tschüss.